IV Straßensound. Aber was ist denn Assi? Das ist wieder die Frage. So, geht's ihm um Schlägereien, ob ich bei den Black Jackets bin, ob ich irgendwelche Leute platt mache? Das hat nichts mit Assi zu tun. Cello ist ein Überbrate. Er rasiert mit dem schnellen Rrrr aus Bosnien. Ich will kein Teil der Gesellschaft sein, weil dann muss ich arbeiten, Steuern zahlen, bekomme keine Rente, werde verarscht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu TV Straßensound. Heute aus Hannover mit Toni, dem Assi. Erzähl erstmal, wie ist die Lage? Wie man das so in anderen Interviewformaten so sagt. Hallo TV Straßensound, Brate, je le contrée, hein, je go tri. Okay, das kommt später erst, gell? Das kommt erst später. So, die TV Straßensound Redaktion hat mich gezwungen, dieses Interview zu führen. Ich mache ja normalerweise Toni den Spießer. Dann erzähl mal, bist du jetzt auf Promotour für dein Album? Das kommt ja jetzt auch demnächst raus. So, was erwartest du mit dem Album? Was willst du damit erreichen? Ich bin auf Promotour, jetzt gerade in einer supergeilen Shisha-Lounge mit den Habibi-Brüdern in Hannover und alles Teil Promo, ja, fürs Album, kommt am 15.03. in den Handel überall. Saturn, Mediamarkt, digitaler Download, alles möglich, alles korrekt. Wer Schufa-Einträge hat, soll sich halt eben im Laden kaufen und alles Bombe, ja. Jetzt sind wir bald fertig mit der Promotour. Ich war, glaube ich, jetzt überall bei agrohiphop.de, diversen Portalen. Und TV-Straßensound. TV-Straßensound, übertrieben, Alter. Genau, dein Album, was thematisch, wie ist das aufgebaut, was sind da für Features drauf, was können die Leute erwarten, wenn sie sich das kaufen? Ja, wie der Name schon sagt, von Brate für Brate, heißt von mir zu dir, von Bruder zu Bruder. Ja, von uns für uns, es ist, sind Alltagsthemen, ganz lustig. Ich polarisiere wieder harte Themen, aber in Humor verpackt und die Features sehr hochkaräter. Ecofresh, Vega, Cello, Abdi, Timeless, Yassir, Brenner, die ganze Palette, ich freue mich wirklich, alles Wunschfeatures und diesmal auch sehr krasse Beats aus von Zürich, ZH Beats bis Johnny Pep, Jumper, also richtig krasse Sachen, ich habe mir richtig Mühe gegeben und deswegen auch die krasse Promo, weil diesmal muss es wirklich an einen ganz anderen Start kommen. Was es bis jetzt auch super geklappt hat, wie gesagt, die Vorbestellung läuft brutal, es gibt, ja, von der Seite ist alles super, technisch, Marketing-Style-mäßig, gerät. Problema, klick, klack, bye, bye, hallo Bre, hallo Bre, wollen du Probleme, bei Jugo ist es so, wenn ich will, dann ich nehmen, hallo Bre. Also du bewegst dich jetzt auf einem sehr professionellen Niveau, seitdem du gesehen hast, dass dein HDF so eingeschlagen ist, oder wie ist da jetzt so die Ambition entstanden, das so richtig professionell aufzusetzen? Nee, da hast du schon recht. Also seit dem ersten HDF, wo das so eine Welle geschlagen hat, das ist so ein bisschen Surfbrett-Funktion, dann musst du auf der Welle auch reiten. Ich habe dann direkt Gummi gegeben so und bin mit Agro auch sehr gut und mit anderen Portalen und habe dann direkt nachgelegt mit ganz, ganz viel Promo und auch brutal an dem Album gearbeitet. Wie gesagt, das ist wirklich... für mich persönlich bis jetzt mein größtes Album und es wird auch schwer, jetzt erstmal nachzulegen. Ich bin froh, wenn das im Handel ist, die Leute das feiern können. Und ich bin auch froh auf die Resonanz und auf die Meinung, wenn die ganzen Lieder draußen sind. Und dann geht es auch schon live on Tour und so. Genau, und deinem HDF, das jetzt auch mittlerweile über 4 Millionen Klicks hat, hat man ja gesehen, dass du bei den Black Jackets bist oder der Führer oder wie kann man das sagen? Wie ist da deine Beziehung zu denen? Black Jackets, ja, natürlich bin ich bei denen. Das ist wie eine Freundschaft, Bruderschaft, Familie. Wir sind ein Club und was heißt Führung so? Ich habe meine Position und zelebriere für uns halt auf Musikbasis, mache meine Arbeit da gut, habe sehr viele gute Brüder deutschlandweit und auch europaweit von den Black Jackets. Wir sind auch gut mit anderen Clubs und so und das hat wirklich, die waren auch von Anfang an gerade von dem HDF hinter mir, das war was Neues für die Hip-Hop-Welt. Viele haben es gehatet, viele haben es geliebt, jetzt mittlerweile gibt es 1000 Kutten-Videos, also von dem her habe ich da schon mein Ding gemacht, Alter. Hat auf jeden Fall was Positives gebracht. So. Oh Scheiße, Angela! Guck, keiner mag dich. Geh und verpiss dich, es Kekse in Maastricht. Angela, ich will heiraten dich. Dein deutscher Pass und Freiheit für mich. Angela will aber dafür viel Liebe. Ich muss sie küssen, sonst keine Papiere. Ja, du bist ja auf jeden Fall Straße. Aber in letzter Zeit hat man auch gemerkt, dass du auch immer mehr den Humor ausreizt. Was man auch zum Beispiel in solchen Textzeilen wie über Angela Merkel sieht.
Ja, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt so auf Angela Merkel rumreitest? Wirklich, weil die Leute jetzt gesagt haben, ey, das ist so witzig an dir und deswegen machst du das jetzt immer weiter? Oder wie ist das entstanden? Ja gut, das soll jetzt nicht der Hauptgrund mit Angela sein, dass ich immer wieder drauf rumreite. Der Humor, ich sag mal so, den gewissen staatsfeindlichen Hass, den ich in mir hatte und habe, konnte ich nicht mehr so polarisieren wie am Anfang, weil am Ende wirst du da nicht gepusht, weil es viel zu hart für die Medien ist und man kann das ein bisschen kompensieren mit Humor. Und ein echter Mann oder ein echter Straßenjunge, wie wir es vielleicht sind, muss auch mal lachen und ich lache gerne und Humor ist ein Teil meiner Musik. Und wenn man das ein bisschen verpackt, natürlich Leute, wo klug sind, die wissen, was ich meine in vielen, vielen Liedern und so. Aber drauf rumreiten werde ich nicht. Die Beziehung ist da. Ich will auch jetzt ein bisschen Privatleben mit ihr genießen. Wenn es dann irgendwann abklingt, so, dann ist noch der Robert da oder der Bratte. Es gibt immer wieder neue Sachen. So. Ja, du hast auf jeden Fall deinen Stil gefunden. Genau, und du bist ja heute in Hannover aus einem bestimmten Grund. Und zwar hast du ja auch wieder was Witziges gemacht mit den Habibi-Brüdern. Englisch, Mann, tu para weg und dann verschwind ich. Angela! Ich will lieber zu dir. Ja, Tebe Wolim, verstehst du jetzt mir? Oh! Guck. Kannst du dazu was erzählen? Wie ist das entstanden? Ja, Bombe. Also, wie das entstanden ist, ich kannte die Parodien von den Jungs und ich habe das schon damals gefeiert. Und ehe man sich verguckt, ist man selber parodiert worden. Und das war ein sehr netter Herr, der mich parodiert hat. Der gute Marco hier. Und wer war das wohl? Ja, sieht ihr sehr ähnlich. Und ja, ich kann sehr herzhaft drüber lachen. Und das war dann überhaupt kein Problem, dass ich jetzt in Hannover bin und mit den Jungs eine übergeile Parodie gemacht hat. Also wir mussten uns null anstrengender jetzt zu lachen oder so. Ich glaube, wir haben mehr gelacht, als Sachen überhaupt aufgenommen. Und es wird auf jeden Fall geil. Ich freue mich und ich finde das eine geile Sache, diese Comedy-Schiene von den Habibi-Brüdern alle. Genau. Dein Kollege Brenner, der hat da auch mitgemacht. Was kannst du zu dem erzählen? Darf ich schon den Namen sagen, wie er heißt in der Parodie? Ja, gerne. Das ist der Bunsenbrenner. Brenner heißt Bunsenbrenner. Er ist auch parodiert worden und wie hat der Weil gesagt heute, was Feuer, ich bin Brenner. Also lustige Sachen, was soll ich dazu sagen? Er ist auch mit am Start und so, er unterstützt mich. Brenner ist halt musikalisch einer der besten Rapper in Deutschland, da müssen wir uns nichts vormachen. Er spielt Gitarre, macht Beats, Alter, haut krasse Texte, singt. Ist er dein Produzent oder sag ich mal, einfach Rap-Partner? Er ist mein Freund in erster Linie. In erster Linie ist er mein Freund, er gibt mir Kraft auf der Bühne, er hat mir raptechnisch weitergeholfen, er ist auch ein Produzent und so. Das ganze Paket ist halt, dass er ein Musiker ist und dass wir befreundet sind und dass man sich gegenseitig hilft. Ich habe mal mehr den Hype in Deutschland, wo ich polarisiere, er ist halt der krasse Musiker und das eine tut das andere einfach mitziehen in der Freundschaft. Geben und nehmen, Bratte für Bratte. Bratte für Bratte, genau. Apropos Bratte für Bratte, wie stehst du zu Cello? Cello ist ein Überbratte, er rasiert mit dem schnellen Rrrr aus Bosnien. Ja, Cello ist ein komplett Cello, Abdi, die ganzen Aslaks. Ich feiere das, die sind super, die sind auch auf meinem Album drauf, Cello, Abdi. Ja, mit Cello habe ich ab und zu Kontakt, wenn man sich sieht, Alter, dann trinkt man miteinander und so. Er war auch bei meinem HDF Gold, das ist alles super. Also von der Seite finde ich es auch geil, dass ich so ein, zwei Balkaner noch habe, wie Cracker Valley und so, dass wir auch ein bisschen so uns formatieren, so, ja. Genau, ihr startet jetzt auf jeden Fall durch. Dann kommen wir jetzt zur Kategorie 10 Lieblinge. Da werde ich dir jetzt ganz einfach, ja, immer ein Wort in den Raum schmeißen und dann wirst du dazu deine Meinung sagen. Okay, jetzt sind wir bei der Kategorie 10 Lieblinge. Ja, das erste Stichwort, dein Lieblingssong. Turbo, so have you. Also eher aus der französischen Ecke. Album? Bombe, von Bratte für Bratte, Herzblut und Meisterwerk. Dein Lieblingsrapper? Gibt's mehrere. Brenner. Unter anderem auch Brenner, ja. Ja. Okay, dein Lieblingsfilm? Film, Alter. Ich weiß nicht, kann man auch kurze Serien sagen? Ja, würde auch noch passen. Okay, Sons of Anarchy. Anarchy, ja. Yeah. Sons of Anarchy. Ja, du darfst es aussprechen, wie du willst. Yes, I'm from Yugoslavia. Genau. Jetzt hier gleich beim Thema Grammatik. Dein Lieblingsbuch?
Krieger des Lichts, Paolo Cello. Cello, 385. Paolo Cello, ey, auch geil. Das ist geil. Dein Lieblingsauto? Audi 6. Nicht S3? Nee, ich finde den 6er geil, Alter. Und den Volvo von Brenner. Turbo, Brate, hallo, Turbo. Okay, dein Lieblingsland, also Urlaubsland oder allgemein? Serbien, Belgrad. Verständlich, verständlich. Genau, dann deine Lieblingsstadt? Mannheim. Auch verständlich. Jetzt kommt's. Deine Lieblingsfrau? Meine Frau. Mein Schatz. Nicht Angela? Das ist jetzt noch intern. Wir werden das jetzt klären. Also Angela ist halb, ich brauche ja Heiratenpapiere für Deutschland. Von dem her muss ich so eigentlich Angela an erster Stelle sagen. Aber insgeheim habe ich ja auch noch eine Beziehung mit jemand. Genau, jetzt hast du noch mal die Chance, dich zu ihr zu bekennen. Und zwar dein Lieblingspolitiker. Angela! Okay, meine Damen und Herren, das war die Kategorie 10 Lieblinge. Jetzt geht's weiter mit den Zuschauerfragen, TV Straßensound interaktiv. So, meine Damen und Herren, jetzt sind wir bei den Zuschauerfragen. Wir haben bei Facebook gefragt, was ihr von Toni, dem Assi, schon immer wissen wolltet. Und diese Fragen werden wir jetzt ganz einfach durchgehen. Barisch Torres hat gefragt, durch wen hast du das alles erreicht? Ich selbst, Alter. Auf jeden Fall habe ich nicht so viel Hilfe gehabt. Ganz alleine durch, ich bin mein Produkt, mein Charakter, mir hat wirklich niemand geholfen. So, es gibt ein paar Leute, die mir auf dem Weg ein bisschen Stütze gegeben haben, aber ganz ehrlich, selbst, ich habe einfach, hallo Bre, das gab's nicht, ich bin Toni der Assi und da gibt's kein, ich habe kein Lehrgeld bezahlt oder irgendeinen großen Meister gehabt, ganz ehrlich, so, ich. Du hast direkt auf die Kacke gehauen. Okay, bist du in Deutschland geboren? Ja, bei Frankfurt. Wie ist dein Kontakt mit Sinan G? Sinan ist ein sehr guter Brat. Grüße an Sinan. Bratatata. Sinan ist super. Ich habe ihn kennengelernt auf Tour mit Eko. Wir haben WhatsApp-Kontakt. Telefonieren, sehen uns ab und zu. Und er ist ein echter Bruder, Alter. Also ein echter Sinan ist echt. Das feiere ich. Er ist echt. Er ist 100% Charaktere. So wie er rappt, gibt er sich auch. Und so wie er sich gibt, ist er auch natürlich. Also das ist super geil, Alter. Genau, das wollte CNET FFM wissen. Okay. Benny Mark möchte wissen, kannst du dir vorstellen, ein Feature mit Azad zu machen? Mit Azad im Moment nicht so. Also vorstellen, klar, Azad ist ein guter Rapper. Ich glaube, viele von uns sind mit Azad auch irgendwo in die Hip-Hop-Szene, in der Hip-Hop-Szene groß geworden. Wo ich angefangen habe, war Azad schon absolut der Mann und so, auf jeden Fall. Bloß so wie sich die Wege gerade kreuzen und so, eher weniger. Also ich sehe da jetzt nicht kein Kontakt, also nichts Persönliches, aber Azad ist dope, auf jeden Fall. Also siehst du da keine Schnittstelle zwischen seinem Style und deinem Style? Ah, nicht wegen dem so. Man muss einfach gucken, so. Man muss einfach gucken, wie man sich menschlich wo trifft und wenn es dann irgendwann sich ergibt, von meiner Seite schon. Also Azad ist kein Typ, wo ich feiere das, was er macht, aber es ist kein großer Kontakter oder so. Jetzt das, ich bin normal sehr gut mit allen so, Frankfurt, Mannheim und so, aber jetzt ihn habe ich einmal vor ein paar Jahren, waren wir mal zusammen da, mal Vorgruppe und so. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, ja, in Zukunft oder so, nichts Näheres. Option offen, ganz ehrlich so. Okay, korrekt. Enishan Goodfeller möchte wissen, wie kamst du auf deinen Namen und liebst du Angela? Ich liebe Angela, natürlich. Also ich glaube, man hat es auch in meinem Angela heirat in mich Video gesehen. Das sind ja Emotionen, das kann ich ja nicht mal vortäuschen. Aber wo ich gesagt habe, Angela, es kommt direkt aus dem Herz. Und Toni der Assi, ganz ehrlich, asozial, heißt nicht gesellschaftsfähig und ich will kein Teil der Gesellschaft sein, weil dann muss ich arbeiten, Steuern zahlen, bekomme keine Rente, werde verarscht. Und die Leute, wo sagen, die sind gesellschaftlich wie die Politiker, die wo uns vorgeben, was sozial ist, genau diese Leute sind eben nicht sozial. Und wenn das sozial ist, bin ich asozial. Der Assi schreibt mich für extra mit 2 S, nicht Assistent, sondern ich beuge mich der Rechtschreibreform für extra, weil ich der Assi bin. Ah, du weißt. Rhetorische Maschine. Der alte Rebell. Halil Nassuf Ismail möchte wissen, hast du was gegen Albaner?
Natürlich nicht. Was soll ich gegen Albaner haben? Ich bin hier geboren. Ich habe einen Haufen Kollegen als Albaner. Ganz ehrlich, man kann Kriegsumstände sowieso nicht immer auf eine Person oder ein paar Personen beziehen. Da gibt es für mich gar keine Diskussion. Im Vordergrund steht für mich der Mensch als erstes, der Charakter. Und wenn jemand was gegen mich hat, wegen meiner Herkunft und so, dann kann der sich ficken. Dann habe ich auch kein Problem mit ihm, ein Problem zu haben. Und wenn jemand mit mir auf Respektebene ganz normal neutral kommt, dann kann jeder mein Bruder sein. Korrekte Einstellung. Hassan, Baba, Sonny möchte wissen, könntest du dir ein Feature mit Newcomern aus Wien vorstellen? Ja, die Feature-Anfragen sind groß. Die Sache ist, manchmal sind es Business-Moves. Jetzt ist halt die Frage, ist das ein Business-Move, werde ich dafür bezahlt? Über welches Label, was weiß ich, warum? Aber jetzt rein vom Herzen her, da müsste ich diese Person kennen und vielleicht unter die Fittiche greifen oder ihn supporten, dann ist es eine andere Sache. Wenn ich jemanden in mein Herz gewinne und ihm helfen will, natürlich würde ich dann auch Features machen, wie größere Rapper auch mir die Chance gegeben haben. Und das kann überall passieren. Das muss nicht Wien sein, das kann auch in der Schweiz sein oder in Deutschland, wenn mir jemand sympathisch ist. Es ist auch, du weißt, Zufälle, die passieren und ich hänge dann irgendwo ab, genauso wie ich hier in Hannover jetzt, da hätte ich auch kein Problem, nicht Nein zu sagen bei irgendjemand von der Habibi-Familie. So, das ergibt sich einfach. Der junge Herr kommt dann wahrscheinlich aus Wien. Okay, Muba, Paco, Jakubu möchte wissen, bekommst du Schutzgeld? Nein, natürlich nicht. Ich habe kein Beef, ich erpresse keinen, auch mein freundschaftlicher, brüderschaftlicher Hintergrund ist da auch nicht, das hat überhaupt nichts mit meiner Person zu tun. Schutzgeld hinher, deswegen mache ich Musik erfolgreich und wie soll ich sagen, nicht jeder Alltag ist so, wie man im Video aussieht. Ich habe auch andere Seiten und man soll nicht alles auf die Goldwaage legen. Und natürlich renne ich nicht jeden Tag mit Kutte rum oder habe jeden Tag gefährliche Freunde neben mir. Ich mache auch meine Musik und polarisiere eben auch mit Rap. Und diese Geschichten sind schon vorgefallen im Leben, mehr oder weniger. Und da muss man durch, aber das ist jetzt nicht ein Teil meines Lebens. Oh. Mondi Fox sagt, nee, das ist, der sagt nur, Toni, du bist süß, hihihi. Monty, du geile Sau, Monty. Sebastian An fragt, warum er nicht mal ein paar Hammer Free-Tracks raushaut. Ja, habe ich eigentlich. Also Cello Abdi Feature bei Agro war Free-Track. Das Angela-Video, ich schenke den Leuten schon viel. Das Album ist jetzt erstmal da, nach dem Album kommt eine krasse Free Single, ein Video, wo übertrieben Deutschland verändern wird und ja, da will ich ja auch nichts dafür, das ist dann einfach ein Geschenk und dann nach dem Album kommen dann so eine Free EP, Free Download, ich mach das schon, auf jeden Fall. Bei der nächsten Frage muss ich jetzt ein bisschen lachen, Diamond Radiation Defra fragt, ist er wirklich so doof oder tut er nur so? Ich tu nur so. Freche Frage. Masud Bunacay fragt, würde er Angela wirklich heiraten? Ja, definitiv. Also das ist auch eben gleich emotional schnell gekommen, ohne zu überlegen. Ich hätte viele Vorteile. Das wird auch, Alter, überleg mal, ich laufe auf Bundestag TV in Rotation, Alter. Pff, fertig, Alter. Alles rasiert. Alles rasiert. Halil Sahan fragt, wie findest du Kurdo und würdest du ein Feature mit ihm machen? Ganz ehrlich, habe ich jetzt noch nicht viele Sachen gesehen. Ich finde ihn sehr sympathisch, vom so wie er ist. Kommt aus der Ecke da, aber da besteht kein Kontakt, gar nichts. Und da muss man erstmal weiter gucken. So, wie gesagt, kann mich dazu jetzt nicht äußern, weil ich weiß gar nicht, habe ich ihn einmal irgendwo... Ich glaube, wir kennen uns noch nicht mal so. Okay. Ali Foladi fragt, welche Rapper aus Deutschland feiert er und sind welche aus Hamburg? Aus Hamburg feiere ich Nate. Wie hieß das Video von Nate? Das Blaulicht? Nein, mit dem Fernseher, wo das Kind vom Fernseher sitzt. Wie hieß das denn? Das war auf jeden Fall, genau, das war auch sehr gesellschaftskritisch. Das ist so ein bisschen mein Genre. Hat er gut gemacht, feiere ich Nate. Fick die Welt. Ich feiere Brenner natürlich, die Aslaks feiere ich und ich feiere Freunde von niemand.
Ich feiere auch ein paar Berliner, Cracker Valley unter anderem auch sehr. Mosch ist jetzt, war ein Neujahresthema, wo ich auch gesehen habe, gefällt mir auch. Und ich feiere eigentlich viel, aber ich zelebriere es nicht so jeden Tag, dass ich wo reinhöre. Das sind alles auch eher Leute, die ich dann wo kennenlerne und wo ich das mit dem Mensch vergleiche. Wenn ich jetzt den Mensch dahinter nicht kenne und höre nur seinen Proll-Rap, dann weiß ich gar nicht, ist das Entertainment oder labert der nur Scheiße oder ist der zur Hälfte so. Von daher brauche ich immer ein bisschen engeren Bezug zu den Rappern. Na, also guckst du mal hinter die Kulissen. Ja. Nino Bratkus fragt, ob er jemals bei 385 Ideal unterschreiben würde und ob mit Chelo und Abdi noch mehr kommt. Ja, Ding, im Moment bin ich frei wie ein Vogel, so. Läuft ganz gut so. Ich werde bestimmt, ein paar Anfragen sind jetzt da, über die ich noch nicht reden kann. Ist mit 385 weiß ich jetzt nicht, eher mit Chelo Abdi auf jeden Fall. So. Wie gesagt, ich war bei Parallelen dabei, die waren auf meinem Album. Und bestimmt, wenn die in Mannheim sind, supporte ich die. Wenn ich in Frankfurt bin und die können, dann kommen die auch auf meine Konzerte. Und das ist alles okay, da wird sich bestimmt in Zukunft was tun. So. Bilal Altona fragt, bei seinem Track Hallo Bre war er mit seiner Gang zusammen zu sehen. Hast du noch Kontakt mit denen? Aber hallo, Alter. Aber hallo, Bre. Aber ohohohoho. Ahaha. Also natürlich, Alter. Wir sind überall, Alter. In jeder Stadt habe ich meine Brattes mit den schwarzen Jacken, Alter. Und ist alles okay. Super geil. Milad Invictus fragt, wieso hat sich dein Album von Bratte für Bratte verspätet, beziehungsweise wieso kommt es später? Es gibt eine gewisse Promo, die man mitnehmen muss, die wichtig für ein Album ist. Und ich habe das erst ein bisschen später alles bekommen. Man kann nicht mit der Tür in Angel oder wie heißt es immer noch, Türangel fallen, mit Angel in Tür. Oder auf jeden Fall hat sich das noch ergeben, dass ich auf Agro laufe die ganze Woche und auf hiphop.de und hier noch Videos. Und da musste ich das ein bisschen verschieben, damit ich die ganze Promo noch mitnehme und den Leuten auch exklusiv noch Tracks schenken kann, Interviews geben kann, die Leute noch besser aufklären kann zum Albumkauf mit Free Tracks, damit die sehen, was überhaupt Sache ist, ein Snippet. Und deswegen hat sich das noch ein bisschen nach hinten verschoben und so, aber hat nichts mit Releases von anderen Rapper zu tun oder dass man sich da jetzt... ja. Gut, also hatte promotechnische Gründe. Natürlich. Da ist jemand ganz mutig. MCF Albo sagt, Black Jackets ist so scheiße. Ja, du auch. Ahmad Heidri fragt, würdest du Algier featuren? Algier, das ist dieser lustige Kollege, wo diese auch so ein bisschen... Genau, der auch mit Mosh rappt. Finde ich cool. Ja, würde ich machen. Den feiere ich auf jeden Fall. Der hat schon lustige Sachen gemacht. Oma IT fragt, warst du mal in der Schule? Ich habe nichts gegen dich, aber ein paar Grammatikfehler hast du. Ja, dann würde ich sagen, Oma, mach mal deine Hausaufgaben, weil wenn du mich kennen würdest, siehst du gerade, dass ich mich absolut do, ja, ja, Bratte artikulieren kann. Rhetorisch bin ich sowieso der Über-Robert, Alter. Da musst du abwägen, nämlich, was ist bei mir Humor ernst gemeint, was nicht. Und deswegen würde ich sagen, mach du deine Hausaufgaben, Alter. Ich bin so eine Art Entertainment und das ist auch Straßenjargon, den ich ein bisschen rappe. Ich komme ja aus dem Balkan, mein Schwager redet auch so, wenn ich will, dann ich nehme. Du hast Probleme, einen Schlag in deine Kopf. Oma, deswegen musst du auch lernen ein bisschen. Aber ich kann auch wieder ganz schnell schwitzen. Doppelheimer, ich kann übertrieben geile Sachen machen. Deswegen, das heißt ja auch Rap-Musik, Alter. Man muss mit dem Mund ein bisschen was hergeben, Oma. Und deswegen sage ich zu dir, letztes Wort, Robert. Okay, Eugen Balboa fragt, wie viel Toni der Assi bist du wirklich und wie viel davon ist Unterhaltung? Ja, aber was ist denn Assi? Das ist wieder die Frage. So, geht's ihm um Schlägereien, ob ich bei den Black Jackets bin, ob ich irgendwelche Leute platt mache? Das hat nichts mit Assi zu tun. Das ist stolzlos, wenn du irgendwelche Leute abziehst. Ja, ich bin Assi. Wenn du eine alte Frau nicht über die Straße hältst, bin ich der Assi und gebe dir eine Schelle, Alter. Dann bin ich Assi. Oder ich bin Assi, weil ich was gegen den Staat habe und der meiner Mutter keine Rente gibt. Dann bin ich auch Assi, wenn ich sehe tausend Sachen. Ich bin sozialkritisch, Alter. Ich widerspiegel die Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist eine große Hure. Ich bin dann gerne ein Assi. Leute müssen verstehen, Assi hat nichts mit Schlägereien zu tun, irgendwas. Assi heißt Multikulti, Alter. Straße, Assi, Alter. Wir leben alle nicht jeden Tag super geil, Alter, und haben unsere Sachen. Manchmal schmuggelt man sich links, rechts durch, man muss schwarz fahren. Für die Gesellschaft bist du ja gleich asozial, weil du keine Fahrkarte kaufst. Dann bist du gleich der schlimme Mann oder irgendwas. Aber wir sind so. So ist es halt. Heute hast du morgen nichts. Da asselt man sich halt mal links, rechts durch und das ist ein Teil des Lebens, Alter. Wir sind alle nicht reich geboren und Assi mit Herz, Alter. Das bin ich auf jeden Fall. Und asozial heißt nicht gesellschaftlich. Das
ist, wie gesagt, sehr politisch gemeint und ich bin ein super Typ, Alter. Respekt und Respekt geben, nehmen, Bruder für Bruder, Bratte für Bratte. Also ist jeder ein Assi und die Herkunft Latte. Ja, meine Damen und Herren, jetzt wisst ihr, wie Toni der Assi zu sehen ist. Das waren die Zuschauerfragen. Liked einmal TV Straßensound bei Facebook. Toni den Assi liken. TV Straßensound abonnieren. Und jetzt deine letzten Worte an deine Zuschauer, deine Fans. Meine Fans, super geil. Ich liebe euch. Für euch nochmal ein ganzes großes Hallo, Bratatatatatate, Toni der Assi. Meine Fans, geht auf Facebook, Toni der Assi, edit mich, like mich. Ich mache jeden Tag Welle, entweder mit Angela, Robert oder Bratatate. Ich erzähle euch das ABBC mit zwei Bs. Bei mir ist es ABBC, heißt es. Und ja, wer mich liebt, liebt mich. Wer mich hasst, hasst mich. Ich liebe beide Seiten. Jeder kann machen, was er will. Keiner wird gezwungen, mich zu feiern. Gebt euch trotzdem meine Mucke, wer Lust hat und mich entdeckt, Alter. Ich bin, wie ich bin. Genauso bleibe ich nämlich auch eurem Brate. Und deswegen heißt es mit der Granata Tee, Alter. Kannst du nochmal dieses oh, das war ja... Toni der Assi. Mensch ist ein Klon, Cyberweltkrieg mit Hydraulik und Strom, Konfrontation, aggressiv, Politik, Molotow auf dein Kopf, Vaterstaat, Antichrist, paranoid, Suizid, krank, Amphetamin und...